1984 fliegen Hertha und ich über Los Angeles nach San Diego, um dort an dem 100% Club von Exxon Office Systems teilzunehmen. Über dem Atlantik nutzen wir die Gelegenheit, uns einmal das Cockpit des Jumbos anzusehen. Mein Münchner Kollege Hans-Hermann Bröske. Wir übernachten in San Diego im Coronado Hotel, das ganz aus Holz erbaut wurde und heute unter Denkmalschutz steht. Das Coronado Hotel diente auch als Kulisse für Außenaufnahmen der Filmkomödie Manche mögen's heiß mit Marilyn Monroe. Die Teilnehmer werden abends mit einem Feuerwerk über dem Pazifik begrüßt. Diese Gruppe singt einige alte Beatles-Songs. Plötzlich erlöschen alle Scheinwerfer und am Swimmingpool erscheint eine leicht bekleidete junge Dame mit einem Tiger, dem Wackentier Exxons. If you ever go down Trinidad, to make you feel so very glad, Calypso sing and make that right, guarantee you want real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down for Cubana, both mother and other. Show- und Gesangseinlagen während des Abendessens. San Diego hat 800.000 Einwohner und ist die wichtigste US-Marinebasis am Pazifik. Die Stadt zählt zu den wenigen nordamerikanischen Orten, die noch über eine Straßenbahn verfügen. Den zweiten Abend verbringen wir in dem nur wenige Kilometer entfernten Tijuana, jenseits der mexikanischen Grenze. Der Höhepunkt des nächsten Tages ist ein Besuch im Oceanium SeaWorld, wo Delfine und Orcas ihre Kunststücke zeigen. Am Tag vor unserer Abreise findet dieser Galaabend statt. Absoluter Höhepunkt des Abends ist der Auftritt dieses Künstlers, der nicht nur im Aussehen, sondern auch in seinen Gebärden und mit seiner Stimme
dem längst verstorbenen Humphrey Bogart täuschend ähnlich sieht. Auch die obligate Zigarette fehlt nicht. Von San Diego starten wir nun zum privaten Teil der Reise und fliegen über Los Angeles nach Honolulu und weiter zur Hawaii-Insel Maui. Wie alle Hawaii-Inseln ist auch Maui vulkanischen Ursprungs. Wir kommen dort just zum irischen Nationalfeiertag an, der wegen des großen Bevölkerungsanteils der Iren auch überall in Amerika gefeiert wird. Man kommt auf die verrücktesten Ideen, wie zum Beispiel das Bier grün einzufärben. Das Hotel Manakai in Kihei hatte uns Gabi empfohlen. Bereits zum Frühstück gibt es Sekt und exotische Früchte. Die Hawaiianer nennen ihre Tanzdarbietungen Luau. Wir erleben einen solchen in Wailea, wenige Kilometer vom Hotel entfernt. Am Sonntag fahren wir zum Brunch ins Hyatt Hotel nach Kaanapali. Auf dem Hotelgelände führt eine Hängebrücke über den Swimmingpool. Lahaina war bis 1845 die Hauptstadt der Hawaii-Inseln. Wir stehen nachts um 3 Uhr auf, um rechtzeitig zum Sonnenaufgang auf den Gipfel des über 3000 Meter hohen Vulkans Haleakala zu gelangen. Selbst zu dieser nachtschlafenden Zeit ist es kein Problem, Proviant einzukaufen. Gerade rechtzeitig erreichen wir mit der aufgehenden Sonne den Kraterrand. Zu dieser frühen Stunde ist es in der Höhe empfindlich kalt, und wir frieren erbärmlich. Der Haleakala ist der größte ruhende Vulkan der Welt. Sein Krater hat einen Umfang von mehr als 33 Kilometern. Nur hier oben am Haleakala wächst auf der Welt das Silberschwert. Die blühende Pflanze hat einen Stiel mit gelben und purpurfarbenen Blüten. Sie blüht von Juni bis Oktober. Wir sind leider im April dort oben und müssen uns daher mit dieser Postkarte begnügen. Die Nordküste der Insel Maui ist niederschlagsreicher und hat daher auch eine üppigere Vegetation. Auf dem Rückflug nach Deutschland machen wir einen Stopp in Los Angeles und von dort einen Abstecher nach Las Vegas.